Doch, läuft. Jo, super. Also, So. jetzt mache ich mir erst nochmal Espresso-Sachen. Espresso-Sachen. Ich habe sie deinen schon Danke. hingestellt. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von und mit Mundstuhl. Ja. Präsentiert vom SWR3. So. Ach, was soll das? Das ist ja ist kein Zucker mehr Wahnsinn, da. Wahnsinn. Entschuldigung, die Espresso-Maschine ist hier. Ja, aber muss ja auch mal sein. Man muss ja mal ein Espresso trinken. Aber es langt ja. Es kommt so viel Zucker, kommt ja gar nicht rein. Ist ja nur ein Espresso. Espresso, sagt man. Espresso. Espresso, glaube ich, sagt man tatsächlich, wenn man es ganz korrekt aussprechen will. Guck mal. Aber ich habe keinen Zucker mehr. Mach doch nichts. Ist doch also, ist noch ein bisschen was drin? Ja, für dich langsam. Für mich langsam. Langsam. Ja, das glaube ich. Okay, super. Ja. So, naja, kann man ja schon mal sagen. Herzlich willkommen hier. Wir sind wieder am Start. Es ist bei euch Sonntagvormittag. Sonntagmorgen, Sonntagvormittag. Wir trinken gerade schöne Espresso, oder Espresso, wie man auf Sizilien sagt. Sizilianisch ist also Espresso. Espresso ist mehr so die Umbrien. Norditalien. Ja, Lombardei. Ja, genau. Umbrien, Lombardei, so, da spricht man Espresso. Espresso sagt man dann in Sizilien und ja, oder Apulien. Umgekehrt, ich weiß manchmal nicht. Ich weiß es auch nicht. In Griechenland sagt man dann Espresso. In Griechenland sagt man doch Mokka. Da sagt man ja Mokka. 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 Hat gemockert. Ja. Deswegen sagt man ja auch griechische Freuden. So, Mokka. Viel Zucker. Oh, das reicht mir, Das wird, aber ich finde, Espresso muss süß sein, wie die Sau. Zucker süß. Dass man es kaum aushält. Ja. Dass man schon praktisch süßer noch als ein Sambuca. Was ja für mich im Grunde das Süßeste. Das Süßeste überhaupt. Diese türkischen Nachtische, warst du mal in Istanbul oder auch in so einem türkischen Geschäft oder sowas? Ich war schon in einem türkischen Geschäft. Obwohl du mir unterstellst, ich würde da nicht hingehen. Nein, aber gerade in Istanbul, das ist ja Wahnsinn. Da gibt es ja ganze Einkaufsstraßen nur mit Essen und Zuckerzeug. Nur Zucker, das ist dieses feste Gelee. Naja, man sagt ja türkischer Honig. Kennst du? Volde Honig. Ja? Volde Honig. Honig. Genau. Nee, aber ich war in Griechenland mehrfach und das ist ja jetzt nicht so unterschiedlich. Die haben ja eine gemeinsame Grenze und Griechenland war ja lang genug besetzt von Türken. Also das ist ja eh alles sehr ähnlich. Deswegen Gyros, Pita und der Döner. Weißt du? Ist im Grunde ein und das Gleiche. Denn, und da will ich mal wieder sprachwissenschaftlich tätig werden. Jeder kennt ja einen Gyrokopter. Also Gyros heißt ja das Gerät, das heißt sich drehen. Ja. Döner heißt auf Türkisch auch sich drehen, denn ein Ventilator ist ein Döner luftmäßig. Habe ich Messerschaft geschlossen. Ah ja? Ähnlich wie ich Messerschaft geschlossen habe, ich weiß, ich mache jetzt ein bisschen besser, aber Slobodan, kennst du den Vornamen Slobodan? Mhm. Ne, kennt man ja, Slobodan. Kenn ich. So von den Jugos. Also, heute heißt es, die Jugos sagen selber Jugos über sich, egal, das ist nicht so das wichtig, wo die herkommen. Also gerade für unsere politisch korrekt motivierten Leute ist es natürlich schon wichtig, ob einer aus Serbien oder Kroatien oder aus wo auch herkommt, aber die sagen selber Jugos über sich. Kenn ich. Und deswegen kann man ja sagen, bei den Jugos, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen damit? Irgendwas mit dem Döner, mit dem Essen. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich hab's vergessen. Hast du es über die Angst des Shitstorms? Ja, die Angst des Shitstorms, weil du Jugos gesagt hast. Aber mein Grieche sagt selbst Jugo zu sich. Ja, klar, meine auch. Also, so sind wir ja drauf gekommen. Nein, also Slobodan, da bin ich ja drauf. Slobodan, da habe ich nämlich ein Plakat gesehen von irgendeiner Tanzveranstaltung, als ich das letzte Mal in Kroatien war, und da war irgendwie Bip, Slobodan, Ausrufungszeichen. Ja. Das war Eintritt frei. Habe ich Messerschaft rausgeschlossen. Mhm. Deswegen ist das Slobodan der Freie, was bei uns Frank ist. Ne? Wenn einer Frank heißt, ist ja der Franke, der Freie. Ja, ja. Das ist dann Slobodan praktisch bei den Jugos. Ach, ja, okay. Ja. Also früher bei den... Früher beim Tito. Heute dann halt die einzelnen Republiken. Ja, genau. Montenegro. Montenegro, war das Teil von Jugo nicht? War von Jugoslawien? Dachte ich, ach Gott, das ist ja jetzt auch schon ganz lange her. Ich bin ja abgezogen worden, ich war in Poric. Da war ich 18 und habe tatsächlich... Mit einer Lungenentzündung war ich krank und deswegen mussten wir sind mit der Band verreist damals nach Poric auf dem Campingplatz. Und das war noch
zu Titos Zeiten, also ja, noch Jugoslawien. Ja. Und da sind wir auf so einen Markt gegangen und dann kam so ein Schlemiel, kannst du dich an den Schlemiel erinnern, von der Sesamstraße? Psch, nee. Eine Flasche Luft, so ein Typ. Ja, kam ja. Und ob ich nicht schwarz tauschen wollte, ich hatte 100 Mark dabei, ich war 18. Ja. 100 Mark, das war praktisch mein ganzes Geld für den Urlaub. Ja. Und da hat er mir gewechselt, schwarz, auch super Kurs und alles, und dann hat er mir so eine gerollte Geldschein, viel Geldscheine, war bestimmt also so 8 cm im Durchmesser. 6 Euro, 6 Mark. Draußen waren halt zwei normale große Scheine und dann waren halt irgendwie so 10 Kuna-Scheine. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe nicht gar nichts, aber es war praktisch ein Totalverlust. Ich glaube, ich habe dann so 6 Euro im Gegenwert. Ja, ja, und da habe ich mich schon sehr geärgert. Das glaube ich. Das muss ich sagen. Das glaube ich. Und das hat... ärgerlich, sowas. Ja, sowas ist... Überhaupt betrogen zu werden, ist blöd. Ja, das ist blöd. Das ist irgendwie, ist das blöd, ja. Ich weiß ja... Das Einzige, was ich nicht blöd finde, ist, wenn so Leute, die den Hals nicht voll genug kriegen können, dann, wenn die gelingt werden. Weißt du, so... Ja, Jetzt nicht, ich rede nicht von der Volksaktie damals, wo sie die Post an die Börse gebracht haben, aber so Wirecard oder so, weißt du? Ja, ja. Also ganz hochspekulativ und dann fallen sie halt doch rein. Ja, ja. Ich hatte das mal an der Ampel. Gerade in Großstädten sind ja oft Leute, die einem die Scheiben putzen wollen. Also auch ich sage immer nein, 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 aber machen es ja trotzdem. Kann man nichts dran ändern. Nee. Ja? Das war so ein Mädchen, hat mir die Scheiben geputzt. Da habe ich gesagt, mit der Oberweite oder? Ach, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war ein ganz hübsches Mädchen und ich bin dann zu weich. Ich kann dann nicht einfach so, habe ich... Tatsächlich, ich glaube, Euro dann durchs Fenster rausgegeben und dann hat sie, pass auf, also ich reiche den Euro so raus, in dem Moment sehe ich so aus ihrer Hand, fällt das Geldstück wieder rein in mein Auto und sie so, oh Mann, ne? Und ich habe aber sofort gerafft, das geht, also auf keinen Fall ist dieses Geldstück wieder, Ampel ist grün geworden, ich bin losgefahren, haben da 5 Cent haben da auf dem Boden gelegen, ne? Das Geld ist, ist mir aus der Hand gefallen. Gib es doch nochmal, oder? Oder meinst du, die wollte ich sogar ausrauben? Nein, ich glaube, im Endeffekt wollte sie mich kennenlernen, meine Handynummer. Das ist darauf wäre es dann hinausgelaufen. Und ich wäre wahrscheinlich jetzt auch glücklich, also verheiratet. Ja, natürlich. Wisst ihr ja so auch, aber... Oder ich hätte vielleicht zu dir den Kontakt herstellen können. Wir haben es ja letzte Woche schon gehabt. Du hast recht, dass ich vielleicht... Es ist aber eine Weile her und du hättest natürlich dann noch mit einsteigen können in das Geschäft. Das Geschäftsmodell natürlich, auch. Natürlich, klar. Also das Betrügerische. Ich bin kein Betrüger. Ich habe ja wirklich mein Geld sehr, sehr ernsthaft verdient an der Südseite am Frankfurter Bahnhof. Ja. Und da habe ich auch für Qualität gestanden. Das muss ich auch. Und Lars lutscht an seinem Espresso-Löffel. Als wäre es ein kleiner Lolli. Lolita. Lolita. Lolitas. Wie wäre das denn als Tourtitel? Lolitas. La 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 Lita. Beide mit so Lutschern. Natürlich. Wie sieht die klassische Lolita? Sieht ja im Grunde aus wie Britney Spears vor 20 Jahren in Oops, I Did It Again. Und hat aber noch so Lolli. Ja, ja, genau. Und dann musst du so an dem seitliche Zöpfe und muss an dem Lolli muss man so im Mund haben, den Lolli. Dass man sich als nicht schwule Mann vorstellen kann, was der Lolli sein könnte. Das weiß ich nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was aber ich meine, aber das ist einfach schön aus, weil es ja süß, also so ein Lolli ist ja auch süß und schmeckt gut. Ja, genau. Man macht mal so ein bisschen so mit ein bisschen Schmoll, Kussmund. Wie wär's denn? Lolita. Lolita. So vollkommen, wir sind vollkommen konzeptlos wieder in diesen Podcast reingestartet. Wo waren wir schon? Wir waren im Ex-Jugoslawien und sind jetzt an der Ampel und jetzt bei den Lolitas. In ex-geteilten Deutschland. Und jetzt beim SWR3, präsentiert wird dieser Podcast von SWR3. Was eine Überleitung, Lars. Also das war ja gedankenschnell wie Wahnsinn. Ein Blitz. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Und abonniert unseren YouTube-Channel. Wir monetarisieren. Ich mache auch nochmal die Lolita. Auf YouTube kommt es ja immer am Montag, ne? Und für die YouTube-Zuschauer machen wir noch mal die Lolita-Pose. So.
So, das bringt aber gar nichts, weil der Löffel schmeckt ja nach gar nichts. Schmeckt ja nicht mal nach Metall. Nee, schmeckt, ja, das finde ich auch ekelhaft. Also, sollte wenigstens nach Blei schmecken. So nach Eisen. Blei. Eisensparen. Ja, Eisen ist auch geil. Ja. Eisen hat man eh viel zu wenig. Ja. Der Wahnsinn, also das ist ja, wir haben ja einen Eisenkern in der Erde. Ja, 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 der ist aber flüssig. Der ist flüssig. Komm, wir reden jetzt mal den Rest von. Wir babbeln jetzt so viel Bullshit, wie es nur irgendwie geht. Mal. Lass mal probieren. Ja. Nur mal zum. Wenn einer keinen Bock mehr hat, hören wir auch wieder auf und reden über das Wetter wieder. Aber Eisenkern. Eisenkern und der dreht sich, deswegen gibt es ja das Magnetfeld. Und man muss sich vorstellen. Der ist flüssig. Der ist flüssig. Ja. In der Erde ist es heißer als auf der Sonne. Ja, ja. Und du kannst ja, wenn du willst, und da kommt ja auch das Magma her. Ne? Wenn du auf Island bist, da ist man ja näher am... Die Filmproduktionsfirma meinst du? Nee, ich meine jetzt der Erdmittelpunkt. Ja, ja. Das Magma, was aus den Vulkanen rauskommt. Ja, ja. Die flüssige Erde. Der Magma. Der Magma. Ja? Und da kommt das ja her, ne? Ja. Weil wenn du zum Beispiel auf Island bist oder so, also da, wo schon mal da, oder? Ich war schon mal auf Island, wo es viele Vulkane gibt. Da gibt es viele Vulkane. Ich war mal in Chile, da gibt es also... Das ist, weil man da ja näher am Erdmittelpunkt ist, weil die Erde ist ja keine Scheibe zwar, aber fast. Ja, genau. Ja? Und also oben und ohne ist ein bisschen... Ist sie dünner. Bisschen dünner. Ja, also auch durch die Mitte ist dicker. Also tatsächlich ist unsere Erde ein Ovaloid. Ja. Nennt man den Körper. Das ist nämlich durch die Fliehkraft, die Milliarden Jahre von Fliehkraft, geht ja auch an der Erde nicht spurlos. Nee. Ach, und deswegen durch die Fliehkraft, 24 Stunden, wir drehen uns ja einmal um uns selbst am Tag. Ja, ja? Wahnsinn, musst du dir mal vorstellen. Und deswegen wird es ob und ohne immer schmaler. Ja, ja, genau. Und deswegen ist es am Äquator breiter, deswegen gibt es da nicht so viele Vulkane, weil da ist ja der Weg weiter. Ja, 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 eben, das habe ich doch gesagt. Ja, das meine ich. Ich hab dir ja, genau. Was ich nur komisch finde, ist, dass es am Nordpol und Südpol dann gar keine Vulkane gibt und da ist die Erde ja am dünnsten. Das stimmt, ja, das ist, aber weil so kalt ist, glaube ich. Da kommt das, da trägt dann natürlich da frieren die Vulkane zu. Eiszeit und dann passiert nichts. Da frieren sie zu, die Vulkane. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, also das ist echt der Wahnsinn. Ja, deswegen Pinguine und die ganzen Eskimos, die haben auch keinen Spaß. Die haben keinen Spaß. Die ganze Eisbären. Ja, musste das Wasser erstmal schmelzen. Ein Eisbär sein. Musste das Wasser erstmal schmelzen. Aber was ich gehört habe, Eskimos sind ja im weitesten Sinne indigenes Volk, also Indianer. Sagt man jetzt, wenn landläufig ist, bestimmt gibt es politisch viel korrektere Ausdrücke wieder. Aber indogen Indianer, irgendwie in die. In die Richtung. Die, wenn du da so Polarforscher bist und du kommst da irgendwo hin, da müssen die dir ihre Frau anbieten zum Geschlechtsverkehr. Was? Ja. Hab ich gehört. Ja, das kann schon also sein. Das andere Länder, andere sind. Hier nicht ausgedacht. Nein. Die sind da wohl extrem locker, wie auch die überhaupt auch Norweger. Also alles, was so ein bisschen nördlicher. Ich habe den Eindruck, DDR. Je nördlicher, umso lockerer. Ja, klar. Ist so. Ne? Deswegen also, habe ich alle meine Sommer in Norwegen verbracht. Ja, das macht Sinn. Ich mache nur Nordpol. Ja. Also nur bei Eskimos. Hast du gewusst, dass am Nordpol so kalt ist, dass nicht mal ein Erkältungsvirus überlebt? Das ist verrückt, oder? Ja, zu kalt. Kannst du dich nicht erkälten. Weil es gibt keine Viren, die dich... Ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es auch drum. Es war ein Roman. Und die mussten auch ganz, ganz hoch, weil so da hat es... Das Roman ist umgekehrt Maron, wird es ausgesprochen. Ja, da kommt es her. Edna heißt es, wenn ich mich rückwärts lese. Und das ist wiederum ein Vulkan. Edna heißt ein Vulkan, so schließt sich das. So sind wir doch auf den Vulkan gekommen. Wahnsinn. Das ist ja philosophisch. Du heißt ja Sral, ne? Ich heiße Sral. Ja. Sral bedeutet... Im Inuit. Halbgefrorener Regen. Ja, richtig. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, wo du das herweist. 17 Ausdrücke für Regen und Schnee. Also im Sral kommt im Grunde, Sral ist, Lars ist ja Sral rückwärts. Ja. Und es ist aus dem Südamerikanischen. Ja, habe ich mir gedacht. Die haben viel S-Laute am Anfang. Ja, genau. Die Südamerikaner. Sral und das heißt großer Fisch. Ja. Mit spitzen Zähnen. Ja, klar. Abkürzung, ne? Ja. Ja, klar. Das ist die Abkürzung im, also als Spanisch. Genau, ja, ist Spanisch. Spanisch. Viele Südamerikaner sprechen Spanisch. Spanisch oder Portugiesisch? Oder Portugiesisch. Ja. Oder natürlich Inuit. Ja, natürlich. Sind ja viele da runtergezogen. Ja, von Eskimos. Ja, weil das Bad war zu kalt. Ja. Und da haben sie gesagt, komm, egal, erkälte ich mich halt, aber ich hab's auch, ganze Tag nur Robbe fressen, ist auch scheiße. Die süße kleine Robbe. Ja, die arme Seals, Squealer. Ja. Oder wie sagt Seals. Nee, aber das... Ja.
dabei fällt mir ein, ich war ja vor 2 Jahren mal wieder in Norwegen, habe einen Kumpel besucht. Ja. Und die haben da Hast Robben da? Seit neuestem. Also seit 3-4 Jahren haben die im Süden von Norwegen Robben. Weil es so kalt da ist? Weil es so warm ist. Weil es so warm ist. Die kommen aus England rüber, also ja. Das ist ja deutlich nördlicher ja, als ja. England. Und die schwimmen dann über der durch den Ärmelkanal hoch bis da nach Norwegen. Ja. Warum heißt er eigentlich Ärmelkanal? Weil er lang ist wie ein Ärmel. Ja, glaube ich. Ja, klar. Und tief. Und tief. Tief. Sehr tief. Das ist ja der tiefste Punkt der Erde, ja. Der Ärmelkanal. Ja, 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 ja. Ich dachte Lago Maggiore. Der Lago Maggiore ist auch ähnlich tief. Ja, ja, ja. Er ist schon auch sehr tief. Ja. Die wissen ja oft nicht, was da ganz unten ist. Nee. Ist ja, man kennt ja mehr von den Sternen als vom Grund vom Lago Maggiore. Ja, ja. Und das finde ich der Wahnsinn. Und vom Ärmelkanal. Vom Ärmelkanal. Das ist ja, weißt du, du kommst ja kaum runter, Ärmelkanal. Ja, durch die Strömung. Deswegen haben sie ja auch die Titanic nicht bergen können. Das hätten sie ja normal gemacht. Man hätte sie normal gemacht. Wenn der Ärmelkanal nicht so tief wäre, wären sie ja mal runter. Die hätte doch mal runter gekommen. Ja. Und es ist natürlich, also damals gab es ja noch Eisberge, da war es ja noch nicht so warm. Eben. Wegen der Robbe. Wegen der heute, Robbe, ja, haben wir es gerade gehabt. Ja. Und das ist ja so tief und so Strömung, dass du dich vor Südamerika musst du dich ja ins Wasser lassen mit deinem U-Boot, ja. Damit du dann möglicherweise dann vor London der Ärmelkanal der tiefste Punkt war. Wir mussten noch aufpassen, dass du nicht gegen so scheiß Eisberg dotzt. Ja, ja, ne? Und jetzt pass auf. Der Ärmelkanal ist der tiefste Punkt der Erde. Weiß ich. Ja, und jetzt hast du ja selber gesagt. Der höchste Punkt ist der Eiffelturm. Ja, und jetzt pass auf. Ja. Schottland, ja. Loch Ness, sag ich nur. Ja. Ach, komm. Ah ja, wo kommt's denn her? Ja. Ja, Schottland ist ja am Ende vom Ärmelkanal. Das da bist du bei der Oppe. Ja, und was ist ohne auf dem Nix? Weiß man nicht, was da ohne ist. Das Loch Ness. Ja, das Loch Ness. Das ist gleich wie mit der Concordia. Die Concordia? Die Concordia, das ist doch auch nicht mit der Dinge zugegangen. In keinem Fall. In keinem Fall. Also, das sind sie das ist bestimmt auch mal durch den Ärmelkanal. Natürlich. Die Concordia. Das ist Wahnsinn, wenn man sich da wie das alles zusammenhängt. Ja, ja. Es hängt ja alles zusammen. So ist das ist ja das Verrückte. Das ist das Verrückte. Ja? Was auch damit zusammenhängt, jetzt im weitesten Sinne, sage ich mal, ja. Ist, Wasser hat ja bei 4 Grad plus 4 Grad Celsius die größte Dichte. Ja. Ja. Genau. Das heißt, es sinkt immer nach unten. Ja. Ja, das heißt, am Boden vom Ärmelkanal ist es mal sehr immer flüssig, weil so kalt wird es nicht, dass der Ärmelkanal zufriert. Nee, das ist das höchstens Oberdruff. Oberdruff, ja. Ja. Aber unten bleibt es, also da können dann die Fische weiter rummachen, weil es ja flüssig ist. Ja, ja, ja. Und genau. Je kälter es wird, je heißer es wird, wird das Wasser ja dann weniger dicht und schwimmt nach oben. Manche Fische haben sogar, manche Fische können ja über Land. Also. Ja, 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 ja. Manche Fische können so über Land robben. Ja. Sieht so scheiße aus. Ja. Sieht richtig kacke aus. Also ich finde es auch ekelhaft. Unelegant. Ja, nein, ich finde es ekelhaft. Delfine auch. Delfine. Zum Beispiel. So, Delfin, hast du mal so Delfine am Straßenrand da lang in Florida? Das sieht man sie auch. Oder wenn sie von einer Seite zur anderen, also manche Inseln auf Florida, die Keys, ja. Sind ja so schmal. Ja. Dass ein Delfin sich auch denkt, da schwimme ich doch nicht drum. Nein. Bin eben. Ja nicht bescheuert. Nicht. Schwimme ich hier 18 Kilometer und kann 1 Kilometer drüber robben. Genau, die Wisse, ja? Das sind ja sehr da intelligent. Da kommt das Robbe ja her. Ja, ja, und die sind ja sehr intelligent, Delfine. Ja, ja, ja. Natürlich. Und fast, also, ja, und dann hüppe die da drüber nachts. Ich war mit Delfinen schwimmen, war ich mal. Ach komm, ja, das war da Swimming auch, with Dolphins, oder? Ja, ja, das war da auch auf der Keys. War nur so schimmliges Becken halt. Ja, war so. Aber ja. Da habe ich das auch gelernt, mit denen sich kann man ja so kommunizieren. Ja, ja, ich kann das auch. Und da habe ich ein paar auch so über so Insel rübergeleitet. Am Ende war Big Meets Bigger, oder was? Ja. Nein, das ist gar nicht so schwer. Also, das heißt, jetzt kürz mal hier über die Insel ab. Ja, mach schnell, es kommt ein Auto. Gut, das ist ein bisschen hektischer dann. Ja, ja. Ja, ja. Aber die Delfinsprache hat man leicht gelernt. Das habe ich da in diesem Swimming with Dolphins. Das war nur eine halbe Stunde, aber ich habe das sofort gerafft. Ja, ja, natürlich. Kannst du perfekt. Also zum Beispiel, heißt, ich habe dich lieb. Ja, ja. Ja, nee, das war, habe ich sehr lieb. Alles klar, okay. Das war ja, logisch, war Silbermeer. Ja, ja. Verstehe ich. Ja. Und deswegen schlage ich vor, machen wir jetzt den Podcast auf Delfinisch. Der ganze Rest. Das war doch ein Hund. Das Wuff, Wuff macht der unerklärbar. Lars, jetzt mal ohne Wissen. Ich habe doch gar nicht Wuff, Wuff gemacht. Du kannst die Hundesprache, kannst gar nicht die Delfinsprache. Okay. Genau. Ich halte es nicht mehr aus. Ich auch nicht. Ich halte es nicht mehr aus. Also ich muss dir sagen, das Taunuswasser ist wirklich, also ist ja keins. Ja, aber ich habe doch kein Taunuswasser. Super, das Taunuswasser. Und woran liegt es? Kann ja am Wasser, kann es nicht liegen, du hast keine Kohlensäure mehr. Ja, ich habe keine Kohlensäure mehr. Ja, aber ich würde sowieso ohne Kohlensäure trinken, weil Kohlensäure ist ja CO2.
Ja, und hat CO2, gleich geatmet. CO2 ist ja Kohlendioxid. Ja. Und das soll man ja nicht machen. Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid soll man atmen, damit man... Ja. Ja. Nee, aber Kohlendioxid ist ja das Treibhausgas. Ja, und deswegen kaufe ich ja auch nur noch Medium. Deswegen appelliere ich an alle Leute, die vorher tatsächlich sprudelndes Wasser gekauft haben mit CO2, ja, euren CO2-Abdruck zu verringern und kauft nur noch so. Ich glaube, wenn jetzt einer zum ersten Mal den Mundstuhl-Podcast heute hört, denkt er ja, wir haben wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank, glaube ich. So die letzten 10 Minuten. Ja, ich muss eine ernsthafte Sache kurz nochmal erzählen. Okay, also ich schalte wieder kurz um, weil es hat mich tief bewegt. Ich habe so Schmerzen im linken Auge bekommen. Also ernsthaft. So richtig, als hätte ich so einen Druff bekommen. Ja. Und da habe ich total Schiss bekommen. Irgendwann fängst du dann mal an zu googeln, dann ist das der harmloseste, ist noch eine Bindinghautentzündung. Oder so, ja, aber dann gibt es alles mögliche, Iritis. Hast du eine Bindinghautentzündung? Nee, Netzhautablösung, ganze Kram. Mhm. Also mit dem Auge ist ja immer, muss man aufpassen. Genauer hingucken. Es ist jetzt schon wieder besser. Ja. Bin ich also ganz schnell zum Augenarzt und habe da am Telefon auch, da haben die mir erstmal nicht geglaubt, ich war ja 10 Jahre nicht da. Ja, sind Sie denn hier Patient? Wir können nur Patienten, also nur diese, ich war schon 1985, habe ich da meine erste Brille bekommen. Ja, wir finden Sie also nicht. Also 30 geworden bist. Genau, Ich habe ja direkt nach der Geburt meine erste Brille bekommen. Auch. Das war klar. Ich bin mit der Brille zur Welt gekommen. Arzt hat mich angeguckt, hat gesagt, kurzsichtig wie die Sau. Brillenschlange hat er gesagt. Ja, ja. Und damals ging vier es ja. Augen. Ja, vier Augen und damit war dein Schicksal besiegelt. Das wird ein Vier-Auge. Ja. Habe ich direkt eine Brille und ich habe ja auch direkt die Brille bekommen. Mich kennt man ja auch nur mit der Brille. Mit der Brille, klar. Jedenfalls war die kleine als Baby oder war die? Nee, die war genauso groß. Ich konnte halt als Baby habe ich nur durch eine Seite geguckt. Die andere Seite war so neben Kopf gelegen. Ja, klar, verstehe. Ja, also dann gab es so eine blöde Übergangszeit, wo das eine Auge quasi hier rüber gewachsen ist. Ich weiß, was du meinst. Und das war dann ein bisschen blöd, weil da wusste ich nicht so. Wie bei der dreckigen Flunder da mit der beiden Seite, eine Seite. Ja, genau. Aber irgendwann hat sie ja gepasst. Dann so mit 12 härtere Jahr. Aber dafür hast du jetzt Ruhe. Genau. Ja, und du wolltest da hin und die haben das nicht ist ja die Brille aus diesem unzerstörbaren Metall vom Kit. Ja, klar, ich weiß. Ich will, dass die Leute, wer zum ersten Mal heute, es wird 3-4 Leute, 5 oder 6 oder auch 40 oder 50 Leute, die hören den Podcast heute zum ersten Mal. Das ergibt sich von selbst, weil dieser Podcast ja wächst. Also es kommen ja immer mehr Zuschauer. Und ich will, dass die alle denken, wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist, glaube ich, denken eh viele. Ja. Aber jetzt im Ernst, bin ich zu dem Arzt, bin ich zur Ärztin? Ja. Haben die wollten die aber nicht glauben, sind die überhaupt Patienten oder ja. Schwer hingegangen. Ja, ich habe direkt erstmal in den PC getreten. Ja, klar. Und dann hat sie es mir geglaubt. Ja, klar. Und weißt du jetzt, und es ist ganz schön brutal, auch das zu erzählen, als Mann, ich habe nämlich eine entzündete Wimpernwurzel. Wimpernwurzel. Ich habe noch nie was Popligeres gehört, als ich dachte, ich werde blind, erblinde Netzhaut ablösen. Nee, ich sehe entzündete Wimpernwurzel. Und die entzündete Wimpernwurzel, das kannst du dir vorstellen wie ein mikroskopisch kleiner Pickel. Ja. Und das verhärtet natürlich so von innen und reibt dann an der Seite die ganze Zeit über der Augapfel. Reibt. Und deswegen, das stört halt. Natürlich, klar. Also das ist so wie so ein Gerstenkorn oder was, wenn man das sowas hat. Hatte ich noch nie. Hattest du schon mal Gerstenkorn? Nee, aber das muss eher sozial sein. Aber so was ist ein Gerstenkorn? Ist da faktisch was drin oder ist das auch nur ein Pickel? Nee, das ist ein, aber der kannst du, der hat wohl keinen Ausgang, keine Pore, wo er irgendwie, und das ist dann wieder nicht mehr ekelhaft. Beim Zahnarzt war ich auch. Ja, ach komm. Alles gut? Ich habe mal wieder Löcher. Ich habe im Grunde habe ich keine Löcher mehr. Ich habe nur Füllungen, die rausfallen. Vor allem, wenn man, was weiß ich, hast 3-4 Bier getrunken und versuchst dann das Letzte, was man noch zu essen findet im Haus, in der Regel so uralte Brotkrumen. Das kenne ich. Zusammen zu glauben und
da beißt man sich dann auch mal so eine Füllung raus. Ja, wenn man dann halt, bei mir ist es gern so, die... Oder ist Hundefutter, es gibt ja Hartfutter. Kirschkerne bei mir. Ja, die übrig die noch da rumliegen. Ja, die Kirsche längst gegessen, ja, seit Wochen. Klar, und dann sind halt die Kirschkerne noch da, die schmecken ja auch noch ein bisschen nach Kirsche. Es ist immer noch ein bisschen dran. Bis die Kirsche ist dran und dann zerbeißt es, aber jetzt zerbeißt es nicht. Und da fallen mir viele meine voll funktionsfähigen Zähne, fallen mir da raus. Ja. Es ist tatsächlich so, oder habe ich das erzählt, dass ich knirsche nachts? Das hast du schon erzählt, ja, da hast du so eine Schiene. Ja, aber der Doktor hat mir gesagt, also es muss die Komplettsanierung her. Das Dentin wird schon rausgucken, ob ich Kokain konsumieren was will. Was ist ein Dentin? Das ist das, was hinter dem Zahnschmelz ist. Ah. Also im Zahn. Und das kriegt man, wenn man Drogen nimmt oder was? Also nein, dann kommt das raus oder wie? Nein, oder? Ich schleife die Zähne ab nachts. Ich schleife mir aktiv meine Zähne, werden dünner. Ja, und warum hat dein Doktor gefragt, ob du Kokain konsumierst? Weil du kennst die Gesichtsdisco, du kennst doch auch Leute, wenn die dann so rummachen. Ach so. Und das ist dann offensichtlich weißt du, ja, also... Ja, sicher, klar. Aber ich knirsch nachts wohl so asozial, dass ich... und mich nervt es auch ein bisschen, weil ich glaube, also spätestens, wenn ich dann so circa 2-3 Zentimeter von meinen Zähnen abgeknirscht habe, ja, dann liegen ja auch dann praktisch nur noch die... Also, ne, da wird man ja gesichtsalt. Naja, richtig, richtig. Und deswegen bin ich am Überlegen. Aber er hat gesagt... Ja, aber das gibt doch so Schienen. Ja, na klar, aber das über den Punkt bin ich schon rum. Ist vorbei. Die wachsen ja nicht mehr nach, die Zähne. Ja, okay, aber man würde fortschreiten würde man ja jetzt dadurch verzögern. Ja, ne? Aber also, trotzdem das Dentin, wenn es ungeschützt offen liegt, und dann gehen die Zähne früher oder später. Kannst du nicht zu dem Arzt, der die Zähne von der Nadel vielleicht gemacht hat? Das ist genau die Frage. Also ich habe dann halt zu ihm gesagt, hör mal, aber... Also müssen sie werden. Ja, also wie der Kloppo will ich nicht aussehen, habe ich gesagt. Also weil das ist ja schlimm. Ja. Das sieht ja wie so Spaßzähne aus, die man auf die anderen noch drüber macht. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die... Natürlich, ich glaube, dass man ja deutlich weißere Zähne irgendwann mal hatte, als natürlich jetzt, wenn man so sein Leben mal eine Weile gelebt hat. Also ich glaube, dass... Viel Kaffee und was man nicht alles... Ich glaube, dass dann so Zahnärzte oder Zahnmediziner oder Zahnchirurgen und auch die dementsprechenden Forschungslabore, die diese künstlichen neuen Zähne dann machen, ich glaube, die haben den Irrglauben, dass man dieses ursprüngliche Weiß versucht wieder herzustellen. Wenn jeder zum Beispiel Zähne hätte wie die Nadel, wäre es ja auch okay. Klar, was ich sagen will, er sagte dann halt, und das ist eine Sache, da bin ich am Überlegen, ich habe ja eine freiwillige Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, damit ich weich falle. Er sagt, ich kann mir halt nicht versprechen, dass ich noch singen kann danach oder gescheit spreche. Vielleicht habe ich auch einen Sprachfehler. Aber warum? Ja, weil Zähne falsch gestellt hast, auf einmal verschlimmt haben. Also für uns wäre es okay. Also ja, ne, klar. Fürs Singen nett. Aber das ist halt so eine Sache. Warum nett? Ja. Das ist dann unser neues Markenzeichen. Ja, der eine, der sich die Zähne und mit dem einen, der sich die Zähne hat machen lassen. Diese Option bestünde, dass mir das praktisch, dann wäre ich ja, was soll ich denn dann machen? Sollen wir das Arbeitsamt der Umschulung bezahlen? Muss der das nicht sagen? So bestimmt wie bei jeder OP. Also wenn man, aber es geht ja auch ab und zu eine OP schief. Ja. Also wenn du Pech hast. Aber da muss man, glaube ich, dann, guck mal, wenn das jetzt einer von 10.000 ist, da würde ich dann sagen, nee, also das werd ich schon nicht sein. Also da... Es sind wahrscheinlich weniger, also wahrscheinlich einer von 100 oder so 1.000. Ja. Natürlich. Trotzdem ist die Leute, das kapiere ich sowieso nicht. Das ist ja eine Sache, also ich bin ja Raucher und ich zähle mich zu den gleichen Leuten. 80-40%, keine Ahnung, der Deutschen spielen Lotto oder nehmen an der Lotterie teil oder gehen in die Spielbank oder was. Obwohl, jetzt lassen wir es bei Lotto, da ist die Gewinnmöglichkeit 1 zu 170 Milliarden oder was. Sie sagen es ja immer. 1 zu irgendwas Millionen. Genau. Und bei Lotteriegewinnen sagt jeder, aber nächste Woche kriege ich es. Aber wenn es um Krebs geht, das kriege ich nie. Weißt du? Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass man an Krebs erkrankt, wenn man raucht. Aber da sagt man, ach, das kriege ich nicht. Wenn man Lotto spielt, ach, nächste Woche trifft es mich. Weißt du, das glaube ich, aber so die Macht der positiven Gedanken. Ja, ja, klar. Oder was, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen will. Und negative Gedanken nicht zulassen. Genau. Das glaube ich auch. Aber das finde ich trotzdem hochinteressant, dass der menschliche Geist offensichtlich so gestrickt ist, dass man
Ja, weil, weißt du? Na klar, Prinzip Hoffnung. Und das ist dieser Lottogewinn ist einfach das Prinzip Hoffnung. Und ich glaube, darauf basiert fast das ganze Leben. Ja, na klar. Das basiert darauf, dass man, also bei allem, was du machst, wird schon gut gehen. Ja. Wird schon gut gehen. Ach komm, Kinder kriegen, ja, wird schon gut gehen. Keine Ahnung. Eben kannst ja auch. Es kann ja auch immer nicht gut gehen. Aber ich glaube, der Mensch ist so gestrickt, dass er denkt, wird schon gut gehen. Und ich glaube, so Sachen, ich meine, man denkt ja wahnsinnig ungern, ich auch, selbst jetzt hier, wenn wir es schon thematisieren, über Tod und Verfall und also wenn dann auf eine lustige Art und Weise über was weiß ich, dass einem die Haare ausfallen, aber ich meine, keiner thematisiert ja für sich sowieso, dass er mal stirbt und vielleicht auch nicht erst in 40 Jahren. Also wenn man 20 ist, denkt man gar nicht drüber nach. Überhaupt nicht. Genau, mit 30, mit 40, mit 50 kommt es dann wirklich. Die Einschläge kommen halt auch. Ich wollte gerade sagen, weil man halt natürlich auch mehr mitbekommt. Ja, weil Kumpels, dann die Generation vor einem, vielleicht auch die Oma und Opa irgendwie, da geht es dann langsam los, dass da. Ja, ja. Also, und deswegen beschäftigt man sich auch mehr damit. Und guck mal, ganz viele von unseren Helden unserer Jugend sind einfach schon tot. Ich habe neulich drüber nachgedacht, ist das wirklich, der Prinz ist tot? Ja. Zum Beispiel, also das ist so eine Sache, die kann ich überhaupt nicht begreifen. Der war ja auch nur 10 Jahre älter als wir. Der Jacko, der Lemmy, ja, also und so weiter, David Bowie, das gibt's doch alles gar nicht. Ja, der Gitarrist, Eddie Van Halen. Und ich verstehe auch, ja, genau, also das ist schon irgendwie, hast recht, mit 20 ist das alles ganz weit weg. Ja. Da ganz, ganz weit weg. Ja. Ne? So, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Das ist ein Tod und Verfall, so heißt auch denn, so heißt, so heißt der Podcast. Ja, also nee, es geht ja wirklich ein bisschen darum, dass wir halt mal auch ein bisschen Quatsch sprechen. Wie lange haben wir denn eigentlich schon gemacht? 31 Minuten. Stimmt, ist gebappt. Ja, voll geil. Ja, ja. Aber nicht nur. Am Ende ging es jetzt Tod und Verfall. Tod und Verfall ist ein geiler Podcast. Tut mir ein bisschen leid. Wir wollten euch jetzt den Sonntag nicht. Komm, jetzt schauen wir mal raus. Das Wetter ist ja schön. Hoffentlich. Wir wissen es nicht. Wir sind ja ein paar Tage vorher. Ja, deswegen weiß man ja nicht genau. Aber wir hoffen, dass da, wo ihr seid, dass schönes Wetter ist. Da, wo wir sein werden, ist schönes Wetter, nämlich bei uns zu Hause immer, auf Balkonien. Bei uns ist immer schönes Wetter. Ja, natürlich. Schönes Wetter ist erste Bürgerpflicht für mich. Und ach ja, was meinst du? Ich mache mir schönes Wetter. Ein Spiel mehr im Herbst wieder jetzt. Mal ernsthaft. Ja. Glaubst du da? Ich glaube mittlerweile. Ich glaube auch dran. Vor allem gibt es jetzt einen ganz interessanten Ansatz, dass damit Veranstalter und natürlich auch Künstler Veranstaltungen durchführen können. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Es ist ja alles nicht so einfach, wie es sich so darstellt. Also eine Veranstaltung in irgendeiner Stadthalle, irgendeinem Bürgerhaus oder irgendwie sowas durchzuführen, durchzuziehen mit 80 Leuten oder mit 100 oder mit 120 Leuten, da denkt man so als Nicht-Branchen-Insider, ja, sollen sie doch machen. Das macht aber keiner, das lohnt sich nicht. Also da verdient keiner Geld, da legt jeder drauf, der Veranstalter. Die Halle kostet Geld, die Technik kostet Geld, Security kostet Geld. Kostet alles Geld. Deswegen so eine normale Veranstaltung, da müssen schon irgendwie, ich rede jetzt einfach wieder genau wie der Kofler in der Höhle der Löwen. Ja. Das mache ich nämlich irgendwie sehr gerne. Verstehe. So eine Veranstaltung, da müssen schon 220, 280, 300 Leute in so einem Bürgerhaus in der Stadthalle müssen da schon sitzen, damit da nicht irgendeiner Geld drauflegt. So, jetzt das vorausschickend, kann es ja aber sein, dass Veranstaltungen in gewissen Kreisen, also damit meine ich Landkreise oder irgendwie Regionen, sind vielleicht nur genehmigt mit 100 Leuten, wo normalerweise sowohl wir als auch vor allem der Veranstalter weil wir manchmal sogar noch eine Festgage haben, so eine Art Grundgage, so eine Art Garantiesumme. So, das heißt, in erster Linie der Veranstalter, aber natürlich auch wir dann irgendwie, sagen normalerweise, ne, also 100 Leute in der Stadthalle Böblingen, das kann ich nicht machen, das muss abgesagt werden, wenn jetzt nur 100 Leute zugelassen wären. Ja. Und jetzt gibt es die Idee von Staats wegen, dass es so eine Art Mindestzuschauergarantiesubventionierung gibt. Das heißt, dass
man also sagt, okay, Stadthalle Böblingen für den und den Veranstalter, bei deren Veranstaltung, das würde sich ab 220 Leute lohnen. Rechnen. Wir erlauben aber nur 120 und deswegen werden... Dann 120 simuliert und davon kriegt man dann sozusagen auch seine... Das ist so eine Idee, die im Raum steht. Das macht total Sinn. Und deswegen, weil schon so eine Idee im Raum steht, und das komme ich auf deine Frage, glaube ich, dass wir im Herbst auftreten. Ja. Und auch, ja, wir werden natürlich auftreten, aber die Frage ist, wird es eine echte Tour? Oder sind es halt genau diese paar Gigs, die man spielen kann, wo sich es halt rechnet, am Ende des Tages lasst, weder du noch ich wollen Geld wechseln. Wir binden uns. Ich will aber auftreten. Ja, aber die Autobahn, Deutschlands Autobahn ist der gefährlichste Ort in Deutschland, wo man sich aufhalten kann. Natürlich. Und da dann für Gotteslohn. Also kein Mensch fährt für 60, also das ist ganz brutal im Podcast offen ausgesprochen, kein Mensch fährt von Frankfurt nach Wilhelmshaven oder Rostock für 60 Leute. Nein. Das ist einfach Fakt. Da können andere sagen, doch, mache ich aber es macht im Endeffekt niemand. Nein, und wenn du dann, selbst wenn du 20 Euro pro Person verdient hättest, also das mal plus gemacht hätte, da verbringt man noch 6 Stunden, 8 Stunden auf der Autobahn. Das ist Quatsch. Das will ja auch keiner. Also aber die Frage ist halt, meinst du, es wird eine echte Tour? Also ich finde, ich hätte die Frage konkreter oder anders stellen sollen. Ich glaube schon, dass wir... Also das wäre natürlich so sein. Das wäre natürlich einfach das Geilste, weil wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und haben einfach mal ein bisschen im Grunde privat gebabbelt, ohne groß, da war jetzt gar nicht Business oder wann treffen wir uns und so weiter. Und haben dann ja auch beide gesagt, ich vermisse einfach diese Tourwochenenden. Ja, also manchmal, wenn man auf Tour ist und ist seit September auf Tour und ist kurz vor Weihnachten, dieses Gefühl, das kann ich jetzt schon gar nicht mehr nachvollziehen, weil da hat man manchmal sogar auch keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Da hat man am 18. Dezember manchmal echt keinen Bock mehr und will in die 3 Wochen Winterferien. Aber im Moment... Ich habe einfach so Bock, keine Ahnung, so eine Nordrunde, keine Ahnung, Hamburg, Lübeck, Bremen und dann in schöne Hotels und abends in einer, gibt's ja jeder vom Fass. Ja, ist geil. Wenn man in Hamburg ist, geht man natürlich in den Irish Pub. Wenn man dann schon da wenn ist. Wenn schon da ist, ist dann klar. Und in Lübeck auch. In Lübeck auch. Das ist ja Norddeutschland. Aber das sind einfach so geile, das sind so geile Tage. Ja, ist so. Das ist einfach genial. Diese auch abends in die Kneipe, du bist auch keinem Rechenschaft schuldig, du kannst machen, du hast nur diese eine einzige Aufgabe, am Abend 2 Stunden witzig sein. Den ganzen Tag über liegst du in einem Hotel oder schaust dir die Stadt an, in der Regel, und danach geht's irgendwo hin. Ab 6 Uhr macht man einen Soundcheck und dann ist man um 22:30 aus der Halle. Genau. So, und das macht halt Spaß und da habe ich auch wieder Bock drauf. Und das wird auch ja so kommen. Über kurz oder lang... sind wir ehrlich, irgendwann, wir haben 80 Millionen im Moment, impfen sie 1 Million pro Tag. Das wird schon im Herbst, dann muss, also mein rein rechnerisch sind es 80 Millionen, 100 Millionen am Tag, das sind dann 140 Tage, das kann man ja ausrechnen. Ja. Und dann, ich habe es jetzt nicht ganz mehr ab. Ich glaube, ich habe gerade abgeschaltet. 2024 müsste man durch sein. Ja, genau. Bei 1 Million am Tag. Und das ist halt... ist wirklich 1 Million am Tag? Ja. Gut, erst, aber das hat dann, ist ja gut, aber in 80 Tagen... Um die Welt. Ja. Klar, das setzt natürlich vor. Nein, also auch jeder, der sich nicht impfen lassen will, soll er doch machen. Ich finde, irgendwann haben wir doch die Herdenimmunität erreicht. Also jedenfalls, soweit ich das alles mitbekommen, nachvollziehe. Dieses ganze Thema, da habe ich mich ja irgendwann dazu entschieden, dass einfach so, es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Informationen zum Gesamtthema Corona, dass ich mich nicht weiterhin, als ab einem gewissen Punkt nicht mehr in der Lage gesehen habe, mir eine Meinung zu bilden. Und insofern, ich bin einfach nur froh, dass es gibt ja jetzt wirklich ein Licht, ein Silberstreif, mehr als ein Silberstreif. Wir haben Termine im Kalender und wir werden die spielen. Und ich freue mich einfach drauf, dass wir entweder unseren Blödsinn auf der Bühne machen können. Unseren Job machen. Ich bin auch kein Mensch, der sich gerne mit negativen Sachen, irgendwie ein scheiß Virus und die Auswirkungen, und der hat die Meinung dazu und der sagt das und das ist alles, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Weißt du, das sind so Sachen, da habe ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Ich will auf die Bühne gehen und
und den Leuten Spaß machen, sozusagen. Das stimmt, das stimmt, ja? Das stimmt. Und ich bin ja auch, ich sage ja auch nicht, der hat recht oder der hat recht oder der hat recht. Mir geht im Umgang mit dem Kram einfach zu weit, dass man nicht mal mehr fragen darf, ohne dass man in die Ecke gestellt wird. Man fragt, das verstehe ich aber gar nicht, weil die Schweden machen es doch anders. Querdenker. So, das ist nur noch, das ärgert mich, weil ich denke, dass eine pluralistische Demokratie anders gestrickt sein müsste, als Menschen verrückt erklären, die einfach eine Frage stellen. Aber das ist meine persönliche, aber ich könnte ja irgendwann auch rum sein. Erstens finde ich das und zweitens habe ich auch den Eindruck, dass es, Gott sei Dank, also ist aber auch nur mein Eindruck, dass es nicht mehr so, die Gesellschaft ist meiner Meinung nach nicht mehr so schlimm gespalten wie vielleicht noch vor ein paar Monaten. Also wo da war so ein Geschrei und ein Rumgeschrei und Leute sind durch die Stadt gelaufen, extra mit einem, ich sag jetzt mal, Einkaufsnetz und haben dabei gerufen, das ist eine konforme Maske oder so ein Dreck. Also so eine Kacke sehe ich Gott sei Dank gar nicht mehr. Also ich glaube, dass, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es jetzt offensichtlich irgendwie besser wird. Das hört ja auf irgendwann, genau. Ein bisschen bei, apropos, hört auf. Was? Nein. Was? Und mit so einem, sag ich mal, fast ernst Thema klingt. Und irgendwann hört es auf und dann gucke ich auf das Ding und da steht fast 41 Minuten. Wahnsinn. Und dann hört es auf. Und das war ein verrückter Podcast. Also da war ja nun alles dabei. Ich fand's schön. Das war verrückt. Ja. Also Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Wie heißt der Podcast? Tod und Verdammnis? Nein. Tod und Verfall. Ich habe es extra aufgeschrieben. Ich hätte es nicht mehr gewusst. Macht's gut. Tschö. Thank you.